Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Kanal, die Mission Challenge Projekt mit dem LS-Bot. Und natürlich, Milos da natürlich aus. Mit dem Chrissy Gaming, Servus. Und mit dem Paulus. Ja, im Chat. Boah, das wäre mies, Alter. Jo, heute am Freitag, das heißt heute 19 Uhr, Leute, ist wieder der legendäre Livestream am fucking geilen Freitag. Sorry, muss ich mich kurz ausruhen. Jo. Jo. Red weiter. Ja. Ich hoffe, ihr habt die kurze Woche genossen. War ja mal der eine Tag Feiertag am Montag. Schön Pfingsten. Ich hoffe, den habt ihr auch durchgefeiert, durchgesoffen. Spaß. Und ja, auf jeden Fall. Wir sind hier wieder am Arbeiten. Das LU hat mal wieder Feierabend gemacht, wie immer. Weil die Frauen sicher nicht lang arbeiten können. So sind die Leute heute. Wo ist eigentlich heute da? Aber... Du willst, weil ich meine, oder? Jo, wir sind in der letzten Folge über ein LS220 angeschnitten und jetzt wollte der Kollege weiterreden. Ja, ich wollte halt sagen, ich hoffe, dass der Multiband LS220 besser wird, weil ich hatte ja schon viele Multiplayer gesehen, aber der LS-Multiplayer ist halt wirklich Schrott, muss ich sagen. Der ist zwar cool, aber es laggt halt einfach nur. Es macht keinen Spaß zu spielen, ey. Deswegen, das Geilste wäre eigentlich für den LS, wenn du so ungefähr wie GTA oder so halt einfach einen internen Server hast, der top läuft. Ungefähr wie bei Nitrado. Du erstellst halt einfach einen und es läuft wie bei einem topen Dings. Das ist halt so eine Sache. Aber insgesamt, ich habe auch schon gesehen hier, du kannst auch übelst vieles beim Charakter auswählen. Klatze, nicht Klatze, einen fetten, geilen Hoodie und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du einen Bart auswählen, ein bisschen einen Fuku-Healer. Ah, ja, ja, alles ist eine geile Sache. Ist halt auch geil für gewisse Projekte. Da kannst du nämlich dich dann auch nicht gestalten, ist eine coole Sache. Jo, das wäre geil. Da habe ich schon wieder ein paar Pläne, was wir zusammen als Team könnten machen. Aber dazu sage ich jetzt noch nichts. Und jo. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch den holt oder eher nicht. Und jo. Ja, ich habe schon ein paar Leute gehört, die sich erstmal erst bis Winter warten wollen. Also bis Winter so Weihnachten rum und dann sich erst das holen möchten. Nicht direkt damit herauskommt. Was auch irgendwo nachvollziehbar ist, weil ich glaube schätzen, dass der sauteuer wird. Also um die 50, 60 Euro wird er zu 1% kosten. Am Anfang. Im Release. Sag ich so viel, wie es ist. Weiß nicht, was du denkst, aber der wird nicht billig sein. Der letzte hat 35 Euro gekostet. Was soll das Ding? Ah, aber ich glaube noch nicht mal am Anfang direkt. Doch. Ich glaube, da war sogar noch teurer. Weiß es ja nicht, vor allem jetzt, die haben ja 3 Jahre gebaut, das heißt, die hatten das eine Jahr jetzt Verluste oder sogar 2 mit dem Geld und das müssen ja alles wieder reinholen. Wobei ich nicht hoffe, dass Trines es unbedingt so auf das Geld geiert, was ich auch nicht glaube. Aber trotzdem, irgendwo muss ich ja das ja auch noch rentieren, was du da machst. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe das halt so. Jo. Weiß ich nicht. Lass uns einmal überraschen. Und jo. Die Folge geht wieder 20 Minuten, oder? Ja, auch schon. Und jo, wir sind da gerade dabei am Ansehen. Ich weiß nicht, was der Kollege macht. Fahren. Echt gut dünn. Na, wo ist denn jetzt das Elu hin? Ist das jetzt gegangen? Ja, es ist wirklich gegangen. Feierabend, das hast du gesehen hier. Machen die Leute das heute? So mal, dass der Lu das heute einfach Feierabend. Ich mache gleich Feierabend. Mit einem schönen. Mit einem. Ich mache gleich Feierabend, habe ich gesagt. Mit einem schönen kalten, kühlen Bier. Geht's schon. Oh, Junge, jetzt mach mich nicht durstig.
Vor allem der unehre Mann gönnt mir nun immer eins. Finde ich einfach unfassbar. Gönnst du mir keins? Warum? Chrissy. Nächstes Mal kannst du ja zu meiner Hausparty kommen. Dann lade ich dich ein. Hausparty, Junge. Junge, wie viele Leute kommen ran, Alter? Weiß nicht. 100. Boah, Bruder, Corona-Party incoming, Alter. Hä, warum? Bei uns ist das wieder erlaubt. Wie schaut's denn eigentlich bei euch aus? Bei uns soll ab nächster Woche können sich wieder zwei Haus. Bei uns haben die Gasthäuser und Fitnessstudios ja, am 19. Ist aufgemacht. Ist ja die Sache, wie das mit der Evidenz ist. Bei uns ist es aktuell bei 77. Und bei uns ist er runtergegangen auf 20 oder so. Auf 20? Da will ich mich gar nicht beschweren, wenn es nur noch bei 20 ist. Du bist noch gleich bei 0, Alter. Bei 20 seid ihr ja übelst gut, Alter, gestellt. Wir waren vor ein paar Tagen waren wir noch bei 170, Alter, das muss ich dir vorstellen. Da haben wir uns jetzt 100, haben wir runtergemacht. Also schon krass. Und jo, dann geht's eben dahin. Schön am Ansehen mit dem 79-30er John Deere. Ja, wir haben aber gesagt, ich soll den verkaufen, weil der zu schier hieß. Aber ich sag ganz ehrlich, er ist fast perfekt. Er hat Leistung, schaut so halbwegs gut aus und ja. So halbwegs, Junge. Ein Fan wird's halt nicht oder acht eher. Aber er macht seine Arbeit ganz gut. 4 Stunden haben wir auch schon auf dem Gerät. Jetzt fängt der Pfeifen an. Sag mal, ich darf pfeifen, wie ich will, hey. Und jo, natürlich habe ich damit kein Problem, weil ein bisschen Unterhaltung wird nicht schaden. Und jo. Und dann passt es so. Aber wie es weitergeht, das schauen wir gleich. So, dann sagen wir mal weiter an. Was ist leer? Ich bin leer. Muss wieder voll werden. Ey, mein Düngertank ist leer. Achso, ich gedacht, etwas anderes ist leer. Aber ja, wenn es ja nur das ist, dann ist es ja kein Problem. Ja. Du denkst immer an allen Sachen. Hä, hey, nicht an das, was du jetzt schon wieder denkst. Ja, ich weiß sowas. Ja. Das merke ich mir. Mit Spaß verstehen, verstanden. Jo. Verstanden! Sorry. Hey Chrissy. Mhm. Warum heißen sie eigentlich Chrissy? So. Lol, die haben sich ja wirklich 49 gegönnt, die wollte ich mir gönnen. Boah. Nicht mal du, das ist ja Lur. Die klauen einfach alle Felder, das finde ich unfassbar. Die machen halt einen auf 31er, so wie sie halt nur. Junge, die können die gar nicht alle bewirtschaften, so viele Aufträge wie wir geben, Alter. Mhm. Ist ja gut, damit ihr den Hauptchef von Melu kennt, deswegen ist ja ganz gut. Das ist doch nicht mehr, glaube ich, der richtige Chef. Der Chef, Alter, ist kaum da, ey. Wie ein richtiger Chef, Alter. Der ist halt. Vielleicht lege ich mich da zu weit aus dem Fenster, aber die ist halt kaum da, Junge. Unfassbar, zumindest sie in Melu, Alter. Der 31er. Jojo, ja, die wohl, Herr Kollege. Ach, ich
Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte letzte zwei Wochen hatte ich tatsächlich mit einem Freund von mir, hatte ich auch mal eine kleine Challenge gemacht. Die machen wir schon seit dem 17er, Anfang 17er machen wir schon so eine Challenge. Und bis jetzt stand der, war ich natürlich der Profi, aber fast immer gewonnen, außer einmal hatte ich nicht gewonnen. Und da hatten wir jetzt letzte Woche, weil er nämlich leider in Quarantäne musste, hatten wir uns gedacht, komm, fangen wir nochmal so eine kleine Challenge an. Und dann lief es eigentlich relativ gut. Und am Ende, was unnormal eigentlich ist, am Ende waren es tatsächlich nur 100 oder 200 Euro Unterschied vom Sieg. Aber natürlich, wer der anders da gewinnen sollen, der Profi natürlich. Ich, Alter. Selbstlob stinkt. Das ist kein Eigenlob, aber es ist halt einfach so ein Sieger. Mit 1.200.000 habe ich gewonnen und alle mit 1.000.000. Mit 1.200.000 irgendwas. Also ich würde mir wünschen, wenn die Multiplayer verbessert werden würde im 220er und natürlich der dynamische Boden drin wäre oder ein besserer Boden, weil da fährst du einfach drüber, der Boden passiert einfach gar nichts. Brumm, brumm, einfach drüber düsen, Alter. Ja, es passiert dir nichts, es ist wie Asphalt. Oh, Junge. Ja, es ist halt wirklich so. Oder hast du schon einmal... Oder hast du schon einmal ein Real-Life, Real-Life war ja auch immer über Felder drüber, fühlt sich an wie Asphalt. Mhm. Oh Mann. Na, es ist halt wirklich so, die Reifen sinken halt wirklich nicht ein. Ja, dafür gibt's zum Glück ein paar Modifikationen. Wo gibt's denn die? Och nein! Warum muss es jetzt noch wachsen, Alter? Willst du mich verarschen, oder was? Die gibt's im Mod-Up, das hatte ich, die heißt Rea. Also nicht Rea Sport, sondern eine normale Rea. Mhm. Danke für den Hinweis. Und ja, dann sind wir bald schon wieder fertig damit ansehen. Und jetzt fahren wir noch auf den Hof und dann ist auch die Folge schon wieder zu Ende. Da willst du mich eigentlich verarschen? Es gibt hier keine Pflegepreise draus. Ich. Der Herr Kollege kriegt schon wieder Pusteln. Junge, ich krieg schon Pusteln am Arsch, Alter. Ja, das meine ich ja. Unfassbar. Wegen dir habe ich mir jetzt verfahren. Wow. Die sind so wow. Mein Aussehen ist wow, das weiß ich. Na, das ist wild. Öffentlich sagen. Oh Mann, ey. Ich höre irgendwann rost die Hätten raus. Lass sie wohl einfach raus. Lass sie auch jede Folge raus. Jo, dann würde ich sagen, schauen wir noch einmal, was am Hof so abgeht und dann ist schon wieder Freitag Livestream, 19 Uhr. Und da passt es. Es leckt schon wieder. Und jo, so, dann sind wir auch schon wieder auf dem Hof. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, die Aufnahmesession. Dann schreibt gerne mal eure Meinung in den Kommentaren, schaut beim LimLS-Profi vorbei. Und ja, dann wünsche ich euch... Will mich eigentlich verarschen? Was denn? Will der mich eigentlich komplett verarschen? Wer denn? Und jo, dann war's das mit der Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Herr Kollege? Ach, Junge. Was ist denn los? Sagen Sie nichts, tschüss. Jetzt redet dann einmal mit mir. Redest jetzt nichts mehr mit mir, oder wie? Willst du mich eigentlich verarschen, oder was? Ich rede die ganze Zeit. Achso, sorry, das wollte ich nicht. Ja, ich habe mich schon verabschiedet von den Herren Kollegen, aber sie haben mir nichts tschüss gesagt. Ciao, Leute. Ciao.